Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Natürlich heute Morgen geisterten die Zahlen mit 1,5 Millionen Flüchtlingen und unter Umständen einem Zusammenbruch der Versorgung durch die Medien. Ich warne etwas vor Panikmache. Und ich warne etwas davon, jetzt die Position aufzustellen, dass wir das nicht stemmen können. Es kommt ja gar nicht so oft vor, dass wir mit Frau Merkel einer Meinung sind, aber wir müssen sie gerade verteidigen gegen Angriffe aus ihrer eigenen Partei und aus ihrem Koalitionspartner. Wir können das stemmen, auch wenn es schwierig ist und wenn viele Aufgaben nur nach und nach angegangen werden können. Jetzt kommt es ganz besonders darauf an, die Unterkünfte winterfest zu machen. Wenn man der Meinung ist, dass es zu viel ist und für uns nicht zu stemmen ist, bedient man, glaube ich, häufig die Falschen, nämlich die braunen Stammtische. Das ist auch insbesondere das Ziel dieser Vorschläge, die zur Einschränkung des Asylrechts durch die Gegend gehen, insbesondere von der CSU gefordert werden, oder auch völliger Pseudo-Vorschläge, dass Sachleistungen Geldleistungen ersetzen können, wie wenn jemand ernsthaft sich durch Sachleistungen davon abbringen lässt, die Grenzen zu überschreiten und bei uns um Asyl zu bitten. Genauso wenig helfen natürlich Stacheldrähte und Mauern und Grenzschließungen. Das wird keine Flüchtlinge davon abhalten. Es wird die einzig sinnvolle Maßnahme sein, Lösungen vorzuschlagen und nicht auf die allgemeine Panikstimmung mit einzugehen. Ich verstehe in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt auch nicht die SPD. Die SPD, die ja offensichtlich gerade in ihrer Führung geneigt ist, die Positionen der CSU sich zu eigen zu machen, wird davon im Übrigen nicht profitieren. Ich habe heute Morgen ganz flapsig gesagt, wenn Sie so weitermachen, müsste Herr Gabriel und Herr Obermann um Aufnahme bei der CSU ersuchen und Sie müssten dann Frau Merkel den Vorsitz der SPD andienen und die könnte dann mit sich selber koalieren. Aber Spaß beiseite, wer jetzt meint, er profitiert als linke politische Partei davon, in die allgemeine Panikmache mit einzutreten, der täuscht sich. Er arbeitet nur den rechtspopulistischen Kräften zu und macht sie hoffähig. Wir haben bereits viele Vorschläge gemacht, wie man mit der Frage der Asylsuchenden umgehen kann. Und ich glaube, sie haben alle noch Bestand. Das eine ist, nach wie vor muss der Bund das komplette Verfahren, das komplette Asylverfahren bezahlen, insbesondere die Erstunterbringung und die dezentrale Unterbringung. Wir hatten gerade eine Diskussion wieder mit unseren Ländern, die an der Regierung beteiligt sind. Die Kostenlücke ist bei diesem Jahr ungefähr 1:10 und im nächsten Jahr wird sie immer noch 1:6 sein. Das heißt, die Länder und die Kommunen sind völlig überfordert und die Kommunen, die strukturell unterfinanziert sind, erst recht. Wenn man dem Problem gerecht werden will, muss man die Kommunen massiv unterstützen. Und es muss auch noch mal die Schuldenbremse zur Disposition gestellt werden. Sie ist sowieso Unsinn, aber angesichts der Herausforderungen, vor der wir uns in den nächsten Jahren sehen, muss die Schuldenbremse aufgehoben werden, damit ein vernünftiges Finanzierungsmodell her kann. Wir brauchen darüber hinaus ein wirkliches soziales Wohnungsbauprogramm. Es fehlen sowieso hinten und vorne bezahlbare Wohnungen, nicht nur für die Flüchtlinge, auch für die Bevölkerung hierzulande in den Ballungsräumen. Diese sozialen Probleme haben mit den Flüchtlingen nichts zu tun, werden aber jetzt nochmal verschärft. Und deswegen muss ein soziales Wohnungsprogramm, das mindestens 150.000 Wohnungen zusätzlich schafft, auf den Weg gebracht werden. Die 500 Millionen des Bundes für sozialen Wohnungsbau sind wirklich lächerlich und werden dem Problem in keiner Phase gerecht. Wir haben
Viele sagen ja, aber das hilft ja jetzt kurzfristig gar nicht weiter, weil das dauert ja alles 2-3 Jahre. Aber wer so argumentiert, verkennt völlig, dass uns die Flüchtlinge noch jahrelang beschäftigen werden. Und alles, was wir heute nicht auf den Weg bringen, wird uns in 2-3 Jahren umso mehr auf die Füße fallen. Und wir müssen auch wirklich verhindern, dass Teile der deutschen Bevölkerung oder der Einwohner in Deutschland gegen die Flüchtlinge ausgespielt werden. Das betrifft ganz stark die Wohnungen. Deswegen müssen wir Wohnungen für alle bauen, die dringend darauf angewiesen sind. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass Unternehmen oder Arbeitgeberverbände versuchen, über die Flüchtlinge Aushöhlungen des Mindestlohns oder der Leiharbeit hinzubringen, um somit Arbeitnehmer gegen Flüchtlinge auszuspielen. Deshalb müssen wir beides tun. Wir müssen den Flüchtlingen helfen, wir müssen die Probleme lösen, wir müssen aber gleichzeitig auch die vernachlässigten sozialen Fragen im eigenen Land angehen. Sonst passiert Folgendes, dass die ohnehin durch falsche soziale Politik benachteiligt sind, gegen die Flüchtlinge ausgespielt werden. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir sind dagegen, die Flüchtlingsfrage als Nützlichkeitsfrage zu behandeln. Trotzdem liegen ja auch in den Fluchtbewegungen Chancen. Das Institut IMK hat zum Beispiel festgestellt, dass die ganzen Investitionen, die jetzt getätigt werden müssen, auch zu Wirtschaftswachstum führen. Ich finde, wir sollten auch über die Chancen diskutieren. Wenn immer nur über die Probleme diskutiert wird, braucht man sich nicht wundern, wenn die Stimmung in der Bevölkerung zum Umkippen gebracht wird. Wir haben derzeit die Debatte über Afghanistan und wir brauchen natürlich nur Afghanistan anzugucken, um die Fluchtursachen näher zu betrachten. Natürlich ist Krieg eine der Hauptursachen für die Flüchtlingsbewegung und wir dürfen uns auch nicht wundern, dass jetzt immer mehr Flüchtlinge von Afghanistan hierher kommen, die natürlich von den Folgen dieses Krieges flüchten. In der Nacht zum Samstag wurde eine Klinik der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im Kundus bombardiert. 22 Menschen wurden getötet. Es ist stark davon auszugehen, dass US-Militär dafür verantwortlich ist. Ich unterstütze die Forderung der Ärzte ohne Grenzen, die eine unabhängige internationale Untersuchungskommission fordern, um dieses Kriegsverbrechen aufzudecken und zu untersuchen. Wir bleiben bei unserer Forderung nach dem sofortigen Rückzug deutscher Soldaten aus Afghanistan. Dieser blutigste und teuerste Kriegseinsatz der Geschichte der Bundeswehr muss nun langsam wirklich ein Ende haben. Über 50 Soldaten aus Deutschland sind getötet worden durch diesen Kriegseinsatz. Die Anzahl der zivilen Opfer in Afghanistan ist über 500.000, obwohl die Zahlen alle sehr unzuverlässig sind. Wir wissen aber, dass der Einsatz 8,8 Milliarden Euro gekostet hat. Und jede Forderung jetzt von Frau von der Leyen oder anderen Regierungsmitgliedern, den Einsatz der Bundeswehr zu verlängern, geht in die völlig falsche Richtung. Er trägt nicht zur Lösung des Problems bei. Er soll nur verdecken, dass der bisherige Militäreinsatz völlig verkehrt war, dramatische negative Folgen hatten und keins der Probleme gelöst wurde. Wir brauchen Bildung, Konfliktprävention und wirtschaftliche Entwicklung, das sind im Übrigen die besten Mittel, das Land zu entwickeln und im Übrigen auch Flüchtlingsursachen wirksam zu bekämpfen. Es gibt in Deutschland derzeit keine breitere und größere Bewegung als gegen das Mammutprojekt TTIP, also das Freihandelsabkommen und die weiteren Freihandelsabkommen, die dran hängen. Es freut mich, dass inzwischen über 3 Millionen Menschen für die internationale Kampagne Stopp TTIP unterschrieben haben. Das dürfte eine der größten Kampagnen in Europa der letzten Jahre sein.
Der VW-Betrug ist im Übrigen ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich die TTIP-Befürworter die Welt schönreden. Sie behaupten, das wäre nicht passiert, wenn wir TTIP hätten. Darüber kann ich nur lachen. Das völlige Gegenteil ist der Fall. Mit TTIP liefern sich die Staaten der Macht der Konzerne aus und sie können praktisch für Umweltauflagen oder Arbeitsschutzaufgaben die jeweiligen Staaten verklagen zu Schadensersatz in Milliardenhöhe. Wir hätten diese Probleme potenziert, wenn wir erst die Freihandelsabkommen haben. Mit Freihandelsabkommen wird die Manege freigemacht zum finalen Wettbewerb. Dabei bleiben diejenigen auf der Strecke, die entweder zu schwach oder zu anständig sind, um sich mit allen Mitteln durchzuboxen. Ich weiß nicht, ob Sie die heutige Anzeige von VW gesehen haben. Ich finde, die ist ganz schön raffiniert gemacht. Eine gute PR-Abteilung hat auch seine Vorteile. Das wird VW und wird VW in der Zukunft noch mehr gut gebrauchen können. Als Linke lehnen wir TTIP ab und gehen am Samstag mit einem Riesenbündnis aus Gewerkschaften und Verbänden und zivilen Organisationen auf die Straße. Wir erwarten doch mehrere 10.000 Menschen bei der zentralen Demonstration in Berlin. Am 7. Oktober ist der Welttag für menschenwürdige Arbeit, den seit 2008 der Internationale Gewerkschaftsbund organisiert. Dieses Jahr lautet das Motto: Stopp der Profitgier. Überall auf der Welt wird für menschenwürdige Arbeit mobil gemacht. In Deutschland wird der Missbrauch von Werkverträgen im Zentrum der Auseinandersetzung stehen. Wir werden insbesondere die IG Metall in ihrer Kampagne gegen Sozial- und Lohndumping durch Werkverträge massiv unterstützen. Ich darf daran erinnern, dass wir auch eine eigene Kampagne haben, das muss drin sein, gegen prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse. Da steht im Mittelpunkt der Kampf gegen Befristungen und gegen Leiharbeit. Wir sagen, Leiharbeit und Befristungen stoppen, insbesondere sachgrundlose Befristungen und Kettenarbeitsverträge verbieten, weil unser Prinzip ist, die Menschen müssen ihre Zukunft planen und nicht von einer Unsicherheit in die nächste kommen. Deshalb Schluss mit dieser Befristerei. Ich selber werde auch auf einer Veranstaltung sprechen in Stuttgart und freue mich schon darauf.